Heute zu Gast bei mir im Studio ist Dr. Birgit Meyer. Geboren und aufgewachsen in Köln, begann die ehemalige Ärztin parallel zu ihrer medizinischen Tätigkeit ein Theaterwissenschaftsstudium mit Schwerpunkt Musiktheater an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und ging danach als Dramaturgin ans Tiroler Landestheater nach Innsbruck. Von 1999 bis 2009, 10 Jahre lang, war sie als Chefdramaturgin an der Volksoper Wien tätig. Ab 2009 ging sie als Chefdramaturgin und Operndirektorin an die Oper Köln zurück. Und seit Beginn der Spielzeit 2012-13 leitet sie das Haus als Intendantin. Frau Birgit Meyer engagiert sich ehrenamtlich für Frauen in Führungspositionen und ist unter anderem als Schirmherrin des Cross-Mentoring-Programms der Kölner Unternehmensinitiative mit Frauen in Führung. Liebe Frau Meyer, herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unserem Projekt der Stadt Bestes, das Positive in der Krise, teilzunehmen. Deutschland erlebt zurzeit wie viele andere Länder um uns herum einen zweiten harten Lockdown. Eine Ausnahmesituation, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr stattgefunden hat. Die Krise betrifft alle Teile der Gesellschaft in unterschiedlich harter Ausprägung. Sehr geehrte Frau Meyer, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie die Krise seit dem ersten Lockdown persönlich schlimm, anstrengend erlebt? Wie war es in Ihrem privaten und geschäftlichen Umfeld? Was können Sie uns erzählen? Also gerade in den letzten Tagen habe ich nochmal die letzten Monate Revue passieren lassen und bemerkt, dass sich langsam so eine gewisse Traurigkeit einstellt und so ein gewisser Schleier über das Leben legt, weil man doch jetzt schon seit einer ganz langen Zeit so mit der eigenen Verletzlichkeit konfrontiert ist und auch mit der eigenen Endlichkeit, mit der Endlichkeit des Lebens. Das ist einem natürlich sonst auch schon immer mal durch den Kopf gegangen und ist auch etwas, womit ich sowieso schon immer eigentlich recht bewusst gelebt habe. Aber jetzt ist das eigentlich jeden Tag der Fall und man sieht noch nicht wirklich ein Licht am Ende des Tunnels. Das heißt, man kann noch nicht sagen, okay, jetzt sind das noch 2-3 Monate, das schaffst du noch und dann ist die Welt wieder so, wie sie vorher war. Es hat sich ja, glaube ich, mittlerweile für viele von uns auch schon der Gedanke festgesetzt, dass es nach dieser Pandemie nicht gleich wieder, wenn überhaupt jemals wieder so unbeschwert sein wird wie vorher. Also zum Beispiel, was für mich eines der schönsten Sachen ist, ist es, in ein Lokal zu gehen, ein Restaurant und Freunde zu treffen und möglichst, wenn der Geräuschpegel recht laut ist, wenn alle eng beieinander sitzen, wenn kaum Platz ist und wenn man dann so Stunden miteinander redet und die Zeit vergisst und das, danach sehne ich mich so sehr. Ja? Also, oder auch zwischendurch mal in ein Café zu gehen, eine Zeitung zu lesen, einfach mal so ein paar Gedanken sich durch den Kopf gehen zu lassen, sich zu sammeln und das ist etwas, was, glaube ich, vielen Menschen fehlt. Und von daher finde ich, ist diese Pandemie schon ein ganz, ganz schöner Angang für uns Menschen. Wir sind alle soziale Wesen und wir möchten doch gerne miteinander sein. Zumindest habe ich jetzt auch ganz viel so das Gefühl. Und gerade jetzt am Theater, in der Oper, wo ich arbeite, da ist man doch sehr eng miteinander. Auf der Bühne wird eng miteinander gespielt, da wird auch geküsst, da wird sich umarmt. Und auch so Backstage ist das etwas, dass man sich viel in den Arm nimmt. Auch wenn man sich begrüßt, also Küsschen hier und da, aber das ist so wichtig, dass man sich spürt und sich des anderen auch vergewissert. Ja? Also, und dass das ja jetzt zum Teil noch nicht mal mehr im Privaten möglich ist, also diese Berührungen, also das sind wirklich große Einschränkungen in unserem Leben, die schon manchmal ein bisschen aufs Gemüt gehen und andererseits kann man natürlich sagen, das Wichtigste ist die Gesundheit, also dass man das schafft, jetzt entweder ohne die Infektion da durchzukommen und vielleicht dann eine Impfung eines Tages zu bekommen oder aber wenn man die Infektion dann doch erwischt hat, dass man das gut überstanden hat, selbstverständlich, das ist das Wichtigste. Aber eben wie gesagt, wir sind soziale Wesen und ich habe das auch jetzt
im Beruflichen ganz deutlich erlebt bei dem ersten Lockdown. März, da war man ja erst wie in so einer Schockstarre oder man hat am Anfang gar nicht richtig realisiert, finde ich, was da auf einen zukommt. Ich kann mich erinnern, wir mussten eine Probe beenden und ich bin dann vor die ganze Belegschaft getreten und habe gesagt, liebe Leute, es gibt jetzt hier eine Pressemitteilung gleich, auch von der Stadt, dass der Proben- und Spielbetrieb jetzt erstmal eingestellt ist für, ich glaube, es waren 8 Wochen. Und ich habe gesagt, aber wisst ihr, wir lassen hier alles stehen, die Bühnenbilder, aber wir machen dann weiter im Mai, wenn das vorbei ist. Und wir hatten gerade Probe von Turandot, da war auch der Domchor, also die Mädchen und die Jungs vom Domchor da. Und dann habe ich zu Professor Metternich gesagt, Herr Metternich, wir müssen uns dann austauschen, wir brauchen neue Termine. Wir müssen dann im Mai, Juni die Turandot spielen. Und dann guckte er mich sehr ernst an und sagte, Frau Meier, ich glaube, nächste Woche werden die Schulen schließen und da kommt noch was auf uns zu. Und dann habe ich gesagt, Herr Metternich, das glaube ich nicht. Ich glaube, das. Aber wir wissen ja jetzt alle, wie es verlaufen ist. Und es gab wirklich so eine gewisse Schockstarre, finde ich, als klar war, was Sache ist. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, es gab dann auch so ein paar Momente oder Tage, wo ich dachte, okay, es war damals ein bisschen ein Geschenk für Leute so wie mich, die ja immer auch auf eine gewisse Art auf der Überholspur unterwegs sind. Und wenn man so auf seinen Kalender guckte und gar nicht manchmal wusste, aha, wie das alles geht, dass man das macht. Und auf einmal war man zwangsweise zur Ruhe verdammt. Und da gab es dann auch so ein Durchatmen, es war weniger Verkehr in der Stadt. Ich habe damals ein paar Interviews gegeben und habe immer gesagt, ja, man hört ja die Vögel überall zwitschern. Und das war so schön, ich war ja Fahrrad viel. Und dann war es für ein paar Tage, sage ich mal, und vielleicht waren es auch 10 Tage, irgendwie fast ein bisschen ein Geschenk, dass man im eigenen Leben mal die Möglichkeit hat, so die Räder anzuhalten und auch auf das Leben zu schauen. Ja, sowas ist einem ja sonst nicht gegeben. Man muss sich ja diese Inseln suchen. Aber wie gesagt, jetzt dauert es lang. Wir wissen auch noch nicht so richtig, wie wir aus dieser Sache dann am Ende wieder herauskommen. Was sich aber als sehr schön erwiesen hat, war beruflich, wir haben dann gesagt, okay, wir machen weiter, wir sind ja kreativ unterwegs, jetzt können wir auf der Bühne nicht spielen und dann haben wir geguckt, was können wir denn machen und dann sind wir immer mit 2 Sängern, Klavier und kleinem Lieferwagen und Technik in Alten- und Pflegeheime gefahren. Das Wetter war ja sehr schön und haben auf der Wiese draußen gesungen und die alten Menschen wurden dann zum Teil auf Terrassen gesetzt, schön angezogen oder auch, was ganz berührend war, Gardinen zur Seite gezogen, die alten Menschen ans Fenster gesetzt oder einmal konnte ich eine Frau sehen, die wirklich im Bett lag und von ihrem Kopfkissen zuschaute. Und am Anfang war das wirklich manchmal ein bisschen betrüblich, weil es war alles so still und die Menschen so still. Aber nach ein paar Minuten Musik ist das alles aufgelebt. Die Leute haben mitdirigiert, mitgesungen, die haben geklatscht, die haben Bravo gerufen. Da habe ich gedacht, mein Gott, die Oper kann auch auf der Wiese bestehen. Ja? Also einfach mit dem Singen und diesen kleinen Liedern und Arien aus den Opern, die Leute kennen, da stellt sich auch was ein. Und wir haben dann natürlich weitergemacht, wir haben immer alle unsere Möglichkeiten gesucht. Wir haben dann angefangen, vor dem Sommer kleine Liederabende zu geben, vor 100 Leuten. Aber es war immer wichtig, diesen Kontakt auch zu unserem Publikum zu halten. Und wir haben eben auch umgekehrt gemerkt, wie dankbar das Publikum ist, aber auch für die Sänger ist es unheimlich wichtig, zu singen. Und tatsächlich ist es uns dann gelungen, im Oktober die Zauberflöte rauszubringen, Mozarts Zauberflöte. Unter Corona-Regeln. Das war ein Riesending, weil man immer diesen Abstand auf der Bühne halten musste, 1,5 Meter. Da musste sich der Regisseur Michael Hampe, früherer Intendant der Oper Köln, vieles einfallen lassen. Und das ist etwas, wofür ich wahnsinnig dankbar bin und eine wahnsinnig schöne Erfahrung innerhalb dieser ganzen letzten Zeit. Die Begegnung mit Michael Hampe und seine Arbeit an der Zauberflöte in der Oper Köln, weil Michael Hampe ist mittlerweile 85 und es war sein ausdrücklicher Wunsch, diese Zauberflöte zu inszenieren. Er hat sich sein ganzes Leben lang mit diesem Werk befasst. Das ist ja sehr komplex, sehr dicht. Eigentlich versteht man es ja auch immer gar nicht so wirklich. Und
Er hatte sich wirklich 2 Jahre vorbereitet und wusste ganz genau vor dem Sommer, wie alles zu sein hatte. Und jetzt kam Corona. Und er war völlig betrübt und er hat erst gesagt, Frau Meier, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, Herr Hampel, das geht. Und dann haben wir erst immer wieder telefoniert. Und dann in der ersten Probenwoche wollte er immer abreisen. Und hat gesagt, Frau Meier, das geht nicht mit diesen Abständen. Die Regieassistenten liefen immer rum, haben 1,5 Meter abgemessen. Und es war halt ein ganz anderes Arbeiten als sonst. Aber dann hat er sich doch darauf eingelassen und hat plötzlich Mittel und Wege gefunden, über diese Abstände die Geschichte zu erzählen. Wir haben einen Erzähler eingebaut. Und dann, nach 4, 5 Wochen Proben, stand er mir gegenüber und hat gesagt, Frau Meier, Sie werden sehen, es sind uns so tolle Sachen eingefallen. Und der ganze Betrieb wuchs zusammen und auf einmal hat man auch noch mal so begriffen, was es für ein Glück ist, dass wir uns mit Kunst und Musik beschäftigen dürfen. Und ich habe zu Herrn Hampel dann auch gesagt, wissen Sie, Herr Hampel, wenn Mozart noch leben würde, der war so ein Freigeist und für seine Zeit so ein extrem unkonventioneller Mensch, der würde hier rumspringen und würde sagen, macht, macht, und hier kann man auch noch einen Abstand haben, aber macht. Ich sage, und dieser ganze, da ist so viel entstanden und es ist so ein Geist, der entstanden ist für die Kunst, mit der Musik. Die ganzen Sänger vom Haus, das Ensemble, Herr Hampel mit seiner Geschichte vom Haus. Und da ist die Oper so richtig aufgeblüht und das ist dann tatsächlich in all dem ganzen auch nicht schönen und auch bedrohlichen, muss man ja sagen, ein tolles Erlebnis gewesen, dass die Oper auch in Corona-Zeiten überlebt, auf der Wiese, mit Abstand. Und der letzte Schritt, den wir dann jetzt noch getan haben im Dezember, ist, dass wir erstmals in der Geschichte der Oper Köln gestreamt haben. Ich habe auch immer gesagt, wie viele Theaterleute, also wir kommen nur live vor und gestreamt, also das ist ja nur ein Abklatsch von dem, was es eigentlich ist, aber eh man gar nicht vorkommt, ja. Es ist plötzlich, war das dann auch nochmal eine gute Möglichkeit und auf einmal hatten wir dann 2 Premieren in einer Woche, die wir gestreamt haben und das war auch ein großes Erlebnis und von daher kann ich sagen, dass Stand heute die Pandemie für mich und ich denke auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Erkenntnis gebracht hat, die Oper überlebt ganz viel. Das ist ja jetzt auch schon über 400 Jahre alt und auch in dieser Pandemie ist nochmal ihre Kraft zum Ausdruck gekommen. Und wenn ich nochmal an die alten Menschen denke, in den Heimen, welche Freude wir machen konnten, auch bei dem Publikum bei der Zauberflöte, die zum Teil weinend rausgegangen sind, weil sie so berührt waren nach so langer Zeit wieder Orchester und Gesang und überhaupt dieses Bühnengeschehen live zu erleben. Und auch auf die Streaming-Angebote haben wir tolle Nachrichten bekommen. Und ich denke, das ist vielleicht auch unsere größte Aufgabe in dieser Pandemie, dass wir uns gegenseitig nicht aus den Augen verlieren als Menschen und dass wir tatsächlich diese Erkenntnis verinnerlichen, dass wir nur gemeinsam überhaupt diese Dinge bewältigen, jetzt und in Zukunft. Und das ist letztendlich unterm Strich für mich dann eine gute Erkenntnis. Es ist eine Erkenntnis, die ich auch vorher schon hatte, aber es ist gut zu spüren, dass das jetzt doch hier, gerade auch bei uns in Köln, so eine Haltung ist, die man findet in der Stadt und das finde ich gut. Sagt eine sichtlich sehr emotional bewegte Birgit Meier. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.